Wofür steht INTA? Darum geht es in diesem Video. INTA steht für die International Trademark Association. Hören wir am besten vom Präsidenten J. Scott Evans, um was es eigentlich geht. INTA is an organization made up of over 6,500 member organizations. And that translates into 30,000 individual trademark professionals. Think of our potential. We are such a diverse and intellectually wealthy community. And there are over 9,800 of us here this week in San Diego. Mit INTA ist oft das Annual Meeting dieser Vereinigung gemeint, wo ungefähr 10.000 Fachleute, hauptsächlich aus dem Bereich Marken, aber auch aus den Bereichen Patente, Design, Urheberrecht, hinkommen, um sich zu treffen. Auf der INTA kann ich meine aktuellen Kooperationspartner aus aller Welt treffen, die für meine Mandanten in anderen Ländern die Schutzrechte betreuen und von deren Mandanten wir in Deutschland und Europa die Schutzrechte betreuen. Also wenn beispielsweise ein japanischer Kollege einen japanischen Mandanten hat, der auch Schutz in Deutschland oder Europa braucht, dann erinnert er sich vielleicht an uns und wir betreuen die Schutzrechte dann in Deutschland und Europa. Auf der INTA kann ich aber auch komplexere Fälle besprechen. Für einen Mandanten muss ich gerade Designs und Marken im arabischen Raum durchsetzen. Ich habe mich also mit drei verschiedenen Kanzleien aus dem arabischen Raum getroffen, um die besten Strategien zu besprechen, wie man dort Schutzrechte durchsetzt. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind anders und einfach die Strategie, wie man gegen Verletzer dort vorgeht. Hier mal ein paar Eindrücke vom aktuellen Meeting in San Diego aus dem Mai 2015. Für die INTA, wie das Treffen salopp genannt wird, ist es am besten, wenn man sich die Meetings vorher vereinbart. Ich persönlich hatte 25 vorvereinbarte Meetings für 5 Tage in San Diego in diesem Jahr und noch einige weitere Meetings, die ich einfach spontan hatte. Außerdem gibt es dort auf dieser Veranstaltung auch Receptions oder andere Abendveranstaltungen oder Mittagessen, wo man wieder neue Kollegen kennenlernt. Also insgesamt hat man dort wirklich sehr viel Gelegenheit, mit anderen Kollegen oder auch mit Inhouse-Kollegen, also Kollegen aus den Firmen, die man betreut, Kontakt zu bekommen. Ich habe eine Hausaufgabe für Sie und zwar möchte ich von Ihnen in den Kommentaren wissen, welches Meeting, welche Konferenz, welcher Kongress für Sie am wichtigsten ist und warum. Insgesamt freue ich mich natürlich immer über Likes und Shares, also wenn Sie dieses Video mit Ihren Freunden teilen oder Kommentare und Fragen in den Kommentaren. Wenn Ihnen dieses Video besonders gut gefallen hat, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Und das Wichtigste zum Schluss: Ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.